So, eine kleine Beispielaufgabe zum Thema Lohnnebenkosten. Und zwar haben wir gegeben, die Kostenrechnungsabteilung eines verarbeitenden Unternehmens kalkuliert für das kommende Jahr mit folgenden Lohnbasis- und Lohnnebenkosten. Und dann haben wir hier eben auf der linken Seite eine ganze Reihe von Lohnbasiskosten. Wir haben die Fertigungslöhne, wir haben Hilfslöhne, Zuschläge und Zulagen. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Lohnnebenkosten auf der anderen Seite. Also Krankenversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, Rentenversicherungsbeiträge, Arbeitslosenversicherungsbeiträge, Urlaubsgeld, alles Mögliche an Lohnnebenkosten. Und in dieser ersten Teilaufgabe lautet eben die Aufgabe, berechnen Sie den Lohnnebenkostensatz für das Unternehmen. Und das ist eben relativ intuitiv. Wir wollen einfach nur den Anteil der Lohnnebenkosten an den Lohnbasiskosten. Das heißt, wir rechnen einfach die gesamte Summe hier der Lohnnebenkosten zusammen. Wenn Sie das alles mal eintippen, kommen Sie auf 9.020.000 Euro. Bin noch eine Null. Und dann noch die Lohnbasiskosten zusammenzählen. Macht 11 Millionen Euro. Ja, ich habe nur gerade gesucht, hier steht in 1000 Euro. Ne? Also hier sind überall noch drei Nullen unterschlagen. So, und wenn wir dann eben das, den Lohnnebenkostensatz ausrechnen, ist das eben diese 9.020.000 durch 11, genau 11 Millionen macht einen Prozentsatz von 82%. Das heißt, in dieser Aufgabe haben wir eben einen Lohnnebenkostensatz in Höhe von 82%. So, dann geht es weiter. Die Kostenrechnungsabteilung erfasst im Monat September, jetzt geht es also nur noch um einen Monat, folgende Lohnbasiskosten getrennt nach Abteilungen. Wir haben hier die Abteilung Material, Fertigung 1, Fertigung 2, Fertigung 3 und dann eben noch Verwaltung und Betrieb. Und hier rechnen wir eben umgekehrt. Wir haben den Lohnnebenkostensatz gegeben. Hier steht nämlich, ermitteln Sie die im Monat September für die Abteilungen und das gesamte Unternehmen anzusetzenden Lohnnebenkosten und gehen Sie dabei von einem Lohnnebenkostensatz von 81% aus. Genau. Hier ist es andersrum. Wir haben den Lohnnebenkostensatz gegeben und berechnen eben die Lohnnebenkosten für die einzelnen Abteilungen. Und wie machen wir das? Wir nehmen die Summe der Lohnnebenkosten eben und am Ende können wir dann eben noch die Summe der Lohnnebenkosten ausrechnen. Genau, wir haben jetzt hier für die erste Abteilung haben wir eben Summe von Lohnbasiskosten, indem wir die beiden Sachen zusammenrechnen und wir hatten ja eben gesagt, Lohnnebenkostensatz ist Lohnnebenkosten durch Lohnbasiskosten. Das heißt, wenn das jetzt hier x ist und das y, dann muss ja rauskommen, dass x durch 90 ist gleich 0,81 und dann ist x eben 0,81 mal 90. Die Animation falsch rum. Und das gilt dann eben für die anderen Sachen aus. Auch. Also wir haben dann hier Lohnbasiskosten für die Abteilung Fertigung 1 von 370, 230 für die zweite Abteilung Fertigung und für die dritte Fertigungsabteilung 410. Und für Verwaltung und Betrieb haben wir noch Lohnbasiskosten von 40. Und wenn wir das dann jeweils multiplizieren mit dem Lohnnebenkostensatz, kommen wir auf die absoluten Lohnnebenkosten. Also hier zum Beispiel hätten wir eben 72,9 und für die nächste Abteilung 299,7, also quasi mal 0,81 und hier 186,3, 332,1 und 32,4. Bitte rechnen Sie das selber nach in Ruhe. Und dann können wir eben diese Zeile auch summieren, macht insgesamt Lohnnebenkosten von 923.400 Euro.
Und die dritte Aufgabe, nochmal zusammenzufassen, was für einen Vorteil das alles hat. Geben Sie zwei Vorteile an, die die Berechnung und Verteilung der Lohnnebenkosten mit Hilfe eines Lohnnebenkostensatzes gegenüber der effektiven Erfassung der Lohnnebenkosten für das interne Rechnungswesen aufweist. Und sind eben die zwei Punkte sind wie folgt. Erstens, durch die Verwendung eines Personalnebenkostensatzes können die Personalnebenkosten jeder Abteilung in einem Zuge berechnet und ausgewiesen werden. Und zum anderen, das ist der zweite Punkt, zum anderen erfolgt die Verwendung eines Personalnebenkostensatzes. Dadurch erfolgt eine zeitliche Verteilung von Beträgen, die nur unregelmäßig anfallen. Sowas wie Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld kann man problemlos zeitlich verteilen. Und wie wir jetzt in der B gesehen haben, können wir auch problemlos von einem Gesamtnebenkostensatz auf die absoluten Nebenkosten der einzelnen Abteilungen schließen. Das ist eigentlich ganz praktisch. So viel dazu.